Wobei das ein mühsamer Weg ist, sich in die ganze Technik reinzulesen. Das macht Albert ja zwischendurch, wenn er nicht einschlafen kann oder einfach nur irgendwo kauert, um nicht noch mehr Regen abzubekommen oder Atomstürme und sowas. Dann liest er halt fleißig seine Magazine, die er alle hat, um da in die Materie reinzukommen. Aber das ist so viel. So, ist ein Stopp. Ja, also es wird eine Weile dauern, bis er so weit ist, alle Terminals einigermaßen hacken zu können und auch mit den Laserwaffen besser umgehen kann und. Aber es wird sich lohnen. Das sieht nach einer Falle aus. Wir sind hier falsch, oder? Karte. Ja, immer noch falsch. Okay, über die Brücke rüber und dann nach Norden. Und hey, du? Warte da. Genau. Das muss nämlich entschärft werden. Oh oh. Ja, du bleib auf jeden Fall da. Hm. Mit Bomben entschärfen hatte es Albert auch noch nicht so. Yeah. Kriegen wir jetzt ein bisschen Brennstoff. Probieren wir es an dem Ding hier. Hier sollte jetzt nichts drum... Was war das? Hier sollte jetzt nichts drumherum sein, was noch explodieren könnte. Feuerfang, ja. Der Boden ist hier getränkt mit Öl anscheinend, so wie das glitzert. Das wird dann hier rüber gehen, den Motorblock da hinten eventuell noch anzünden. Mal gucken. Aber es ist nichts, was hier direkt in Richtung Süden in die Luft gehen könnte. Das heißt, Albert geht jetzt an das Ding ran, versucht es zu entschärfen. Und wenn das nicht klappt, sollte ja noch ein Timer da sein, dass er weglaufen kann. Das heißt, er sprintet entweder hierhin zurück oder springt ins Wasser. Kommst du da einfach so rüber? Ja. Also mit einem beherzten Satz kann er einfach ins... ins Wasser springen. Och nö. Super. Ja, der Vorteil, wenn man schon krank ist, ne? Es gibt keinen schnellen Weg wieder hoch aus dem Wasser. Das Wasser ist natürlich sehr verstrahlt. Also vielleicht nicht ins Wasser springen. Okay, das Ding geht. Das ist gut. Sehr gut. Bandagen hast du keine mehr. Nicht klassisches Radio. Hilfsmittel. Doch, benutzen wir die eine Bandage. So, die Mine ist schon ein anderer Schnack. Da ist die Chance relativ groß, dass er das nicht packt. Da ist noch eine. Schön vorsichtig. Wir brauchen nämlich den Treibstoff. Deswegen fuselt er sich hier so gerade durch. Da ist eine Mine, da ist eine Mine. Da ist noch ein Kanister. Das muss auch relativ zeitnah gelegt worden sein, sonst hätte das irgendjemand anders schon weggeräumt. Weil Minen sind ja immer echt nur eine Geduldssache. Ja, ich sehe dich zurück. Ne, er hat ein bisschen was gelernt in den letzten Monaten, das ist jetzt bestimmt schon.
Warten, genau, warten, unbedingt warten. Mhm. Jetzt guck jetzt nur noch, hm? Schade um die Minen. Da wird er sich wohl also auch noch reintüfteln müssen. Hey, Brücke ist frei. Hey, komm schon. Nee, ich hoffe, wir müssen mit der Brücke rüber, richtig? Da ist die Corvega Dingens. Z-Karte. Nee, das ist gar nicht. Ihr kann's doch gar nicht. Da ist die Corvega Plant. Wir müssen nach Nordwesten. Was ist denn das da? Wenn da hinten das Corvega-Teil ist. Okay, das ist wesentlich kleiner, stimmt schon. Ich nicht ins Wasser fallen wieder. Ja, also ab nach da drüben zu der Ärztin. Die hoffentlich aufhat. Und nicht zu gierig ist. Da komplett zusammenflicken lassen, sowohl den Bruch als auch Krankheit, Wehwehchen und Strahlung. Das wird schweineteuer. Und danach können wir dann ja mal schauen, was es mit der Anlage da hinten auf sich hat. Ja, bitte das vorbereiten. Irgendwas Interessantes hier. Plastik. Oh. Empty Stone Packern. Man freut sich immer so, die Kisten zu finden, dann ist da nur Ramsch drin. So, so ein richtiges Stimpack mal, ne? Das wäre ein schöner Fund. Von 500 noch was Deckeln. Ja, hier sind wir richtig. Also eigentlich sind wir hier falsch, weil die irgendwas mit der Karawane angestellt haben und vielleicht Menschen fressen oder irgendwas in der Richtung. Aber sie haben einen Arzt. Das ist das Wichtige. Sollen die halt Karawanen fressen, solange es nicht unsere sind. Brauchst du ärztliche Hilfe? Dann lass es mich wissen. Ja, wirf mal einen Blick darauf, Doc. Dann beschreib mir mal deine Symptome. Alles. Mir tut alles weh, Doc. Ach, da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Sollte das aber besser nähen, bevor es sich entzündet. Oh, das geht. Das geht echt. Schön. Vielen Dank. Das wäre erledigt. Hast du sonst noch Beschwerden? Nö, danke schön. Och, eigentlich ist nichts. Dann auf Wiedersehen. Ein Hoch auf die Technik und Medizin und Wissenschaft. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Möchtest du was kaufen? Was hast du vorrätig? Lass dir Zeit, Schätzchen. So, was haben wir denn da? Wir verkaufen den einen Zünd. Genau, das würde gar keine Probleme verursachen. So, weg damit. Drifter, Harness, Raider Leather. Das geht doch ganz gut auf. So, hast du irgendwas Interessantes? Ja, das ist das 500-Deckel Stimpack-Ding. Nee. Poppy Pins haben wir genau, oder? Na, kauft man die, kostet nicht so viel. Drogen. Wasser, viel zu teures Wasser. Crystal brauchen wir auch noch nicht so wirklich. Basic Circuitry, aber dafür keine 19 Deckel. Nee. Kupfer, das nehmen wir mit. Das auch. Ja, sowas ist wesentlich ergiebiger. Mit. Ja, Wodka müssten wir eigentlich auch kaufen. Nur mit. Also nicht für den Eigenbedarf, sondern weg, weg, weg.
Sondern halt für Reinigungsmittel und dergleichen. Nee, das ist zu viel. Das passt. Annehmen. Vielen Dank. Schön, hier endlich mal wieder Geschäfte zu machen. Es hat ja doch eine Weile gedauert, bis die neue Ware bekommen haben. Jetzt zurück zu der explosiven Brücke und da dann links gucken, linke Richtung, also Richtung Osten. Oder wir orientieren uns einfach dem großen Ding da in Entfernung. Hm? Ja, jogg da mal hin, Albert. Jetzt bist du ja wieder einigermaßen fit. Keuch, keuch, keuch. So, das ist die Explodierbrücke. Mhm. Müssten wir denn auf dieser Seite bleiben, oder... Also das da ist eigentlich das Ziel. Und hier kommen wir nicht direkt rüber, aber da sind auch noch ein paar interessante Metallkonstrukte, die noch nicht ordentlich hier... Warte mal, hier war irgendwo der Untergrundbunker, wo Albert schreien rausgelaufen ist. Ja, also hier haben wir uns schon ein bisschen umgeguckt, aber ich... Das da alles noch nicht. Ja, das heißt, wir sprinten jetzt in Richtung... Ich hab grad was gehört. In Richtung Norden? Richtung Molden oder Maiden oder wie auch immer das da heißt. Nehm, oh. Nee, du kommst mir jetzt nicht ran, wo ich gerade... Gott. Ihr seid selten allein. Genau, da hinten kommen sie. Den weg, den drauf. Nein, 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 nein. Boah, das ist so schwer zu treffen. Ne, da nehmen wir nichts von. Das ist viel zu verrottet. Das sieht gut aus. Oh, krabbelt wieder irgendwas. Da oben. Können wir nicht von hier aus... Jo. 10 entgegenkommen, dann ins Fenster zu gehen. Yikes. Zu knapp. Alles zu knapp. Und vielleicht erstmal die Umgebung sichern, bevor wir jetzt anfangen, hier eine Ernte reinzuholen. Hm? Krabbel, krabbel, flatter, flatter. Ist bestimmt oben. So, Pistole war leer. Naja, mal ganz hier am besten hören. Ugh. Also entweder ist das Ding, was auch immer es ist, hier drin oder oben. Laserfallen, eine Pistole. Okay, abgefahrenes Bootshaus. Das wär's. Scheint aber nur aufs Wasser ausgerichtet zu sein. Also wenn jemand mit dem Boot hier reinfahren wollen würde, oder einem U-Boot,
dann würde es alles hochgehen. Ja, wir haben kein Boot. Damit. Komm. Du bist schon tot. Was willst du da? Das sah sehr komisch aus, das Teil. Okay, das sollte es hier jetzt gewesen sein. Oh, schön viele Kisten. Und das Bootshaus mit den ganzen Pfeilen, die wir auch noch auseinandernehmen können. Das ist ein Jackpot hier, was Kleinteile angeht. Und vielleicht sogar auch ordentliche Beute. In solchen abgesperrten Kisten wie hier kann ja schon mal was Nettes drin sein. Wie Fanfiction. Munition, ja gut, das ist okay, ist okay. Ein Teil von der Power Armor. Sagt man nicht, nein. Und der kleine Tresor ist richtig viel Kohle. Können wir bei unserem Handelsterminal benutzen. Eine Notiz von Margaret. Notes. Mutter, Russell ist seit über einem Tag nun fort und ich mache mir langsam Sorgen. Wir hatten vor zu warten, um es dir zu sagen, aber wir haben ein altes Holotape gefunden von vor dem Krieg in dem Bootshaus. Es hörte sich an, als hätte jemand Chemikalien in dem Abfluss am Ende des Kanals deponiert. Russell dachte, wir könnten es vielleicht verkaufen, um... Es an einen der Händler verkaufen. Vielleicht hätten wir mit den Deckeln einen neuen Brahmen kaufen können. Es tut mir leid, dass wir es dir nicht gesagt haben. Wir wollten dich damit überraschen. Aber das ist nun schon der zweite dieser Käfer, die wir heute gesehen haben. Und ich denke, irgendwas ist schiefgelaufen. Also werde ich losgehen und nach ihm suchen. Aber keine Sorge. Ich werde nur einen schnellen Blick riskieren und werde bald wieder da sein. Da die Notiz aber hier auf dem Körper ist, ist sie nicht wirklich weit gekommen. Oder sie ist halt hin, wurde irgendwie vergiftet, kam dann hier zurück und ist hier gestorben. Ende des Kanals, ja. Aber jetzt gegen Käfer kämpfen. Nee, erstmal schön hier das Haus von denen auseinandernehmen. Die kommen ja anscheinend nicht wieder. Und haben gutes Zeug hier rumliegen. Na, rum. Man kann alle Probleme mit rum lösen, oder wie war das? Keramik brauchen wir, glaube ich, nicht so wirklich, aber kann auch mal mit. Sogar den Rettung. Dogmeat, was denn? Fast erwarte, dass das Haus gleich in die Luft fliegt, weil er einfach reinläuft. Schrotflinte. Lass mich da vorbei. Eine Class 1 Tech Device. An die Pistole ran. Ja. Okay, die Tech-Sachen lassen wir da rumtechisieren. Und damit soll das Haus hier inklusive... Wo willst du jetzt schon wieder hin? Hä? Was hast du gefunden? Entschuldigung. Hey. Du hast eine zerstörte Pistole gefunden.